Willkommen zurück bei Subnautica. Wir sind stehen geblieben hier beim Einpflanzen, Forschen und was sonst alles. Irgendwo war hier was, was wir noch nicht erforscht hatten eben. Ah, ich bin nur getäuscht. Das hier kennen wir schon. Das hier kennen wir nicht. Wollen wir mal gucken, was wir fürs Enzym brauchen? Dann biesen wir doch gleich los, würde ich sagen. Gut, den einen habe ich oben, den Lampenbusch müsste da vorne sein. Der Lampenbusch ist hier. Dann gehen wir nochmal kurz hoch und das andere Teil. Welcome aboard, Captain. All systems online. Nee, wir hatten irgendwas. Batterien hier genau. Tun wir die erstmal rein hier. Push. Jungkerner natürlich auch. Und da schon mal das erste. Und sieht leer gut. Haben wir das Ampferblatt auch schon mal? Wollen wir das Spitzhorngras nicht? Ne, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nur noch die Krone und ein Augenstängel links. Augenstängel waren hier und diese Seekrone. Jo. Das kriegen wir doch wohl hin. Wird aber noch ein bisschen dauern. Deswegen nehme ich schon mal den 100er raus. Hier, das ist der Jürgen. Brauchen unten. Wo sind die Dinger? Hier oder da? Da. Violette und eine blaue Tafel brauchen wir auf jeden Fall. Und die haben wir. Also wir brauchen einen. Zwei Kryanit und einen Ionenwürfel. Da haben wir die Ionenwürfel. Das sind Batterien. Das ist Tolle. Haben wir nicht irgendwie bei Blei oder so drin? Nein. Oder sonstiges? Da haben wir die dann. Was brauchen wir noch? Das haben wir vergessen. Ah, Kryanit. Das haben wir oben. Düsen wir mal schnell hoch. Push. Sieht einfach geil aus. Welcome aboard, Captain. Zwei Kryonit. Okay, nur eins. Ich meine, wir hätten mehr gehabt. Ich kann nochmal kurz hinkriegen. Irgendwo haben wir doch bestimmt noch einen, so ein Teil. Einzigartig, das ist Milch, Silber, irgendwie wird zwischengestopft hier. Leer, na, und da waren wir Batterien drin. Hm, da müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen Kryonit da links da farmen. Was sagen die Dinger? Ja. Das ist unmöglich mit mir, ne? Brauchen wir gleich nur noch.
einen davon. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles bis auf diesen. Genau, bis auf die Hildchrom-Samen haben wir alles zusammen. Damit wollen wir noch mal kurz auf links gehen. Hallo? Und jetzt sollen wir mit dem losfahren. Wir fahren damit los, dann sind wir schneller wie hier. Oder? Meine ich das nur, das ist nicht so. Und fahren wir mal drunter hier. Dock auf Ander. Ja. Deckel durch. Gesicht. Und los geht's. Engine powering up. Gut. Dann fahren wir mal los und das sieht das andere Stoffdings da. Hier. Nicht gegen schwimmen. Boah. Wir pumpen mal gerade ab. Der Baum hier sieht auch schon ganz schick aus, muss ich sagen. Nicht schlecht. Richtig geil, das Spiel. Ja, wie gesagt, wenn ich fertig bin hier, werde ich so nach einem halben Jahr oder so oder nach einer kleinen Pause dann Subnautica nochmal wieder spielen. Aber dann werde ich mir richtig Zeit lassen und erstmal richtig fette Base bauen und alles so zeigen und so, ne? Das war jetzt mehr so ein schneller Durchgang. Aber boah, ich hab dann halt nochmal vor, so ein längeres Let's Play davon zu machen. Jetzt wollen wir aber nur noch dieses Kryanit oder wie auch immer das heißt. Aber zum Glück sind wir hier mit runter gebüßt. Die werden wir noch nie wieder hochbekommen. Ich sehe ja kaum was. Ah, jetzt spawnt hier was. Aber nicht das, was ich brauche. Das ist auch nichts. Ich muss tatsächlich noch weiter runter. Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht runter. Aber egal, jetzt bin ich schon mal da. In die Einstellung. Grafik. Ausstellen. Sieht ja gar nichts hier. Ah, viel besser.
zwar geil, aber in der Lava-Welt sieht man echt gar nichts damit. Wo ist bloß das Stoff-Dings da? Das Kyanid, Kyanid, oder wie auch immer das heißt. Ich finde die Video gar nicht mehr zurück. Vielleicht sind wir irgendwo beim Sea Dragon. Sieht nämlich langsam so aus wie die Höhle davon. Das ist auch schon die Höhle, oder? Da, da vorne. Geil. Die ganzen Sauger, ey. Powering down. Da hängen die schon und saugen. August ist auch da. Die Leuchtung ist hier drin. Das ist Blei, ne? Ja. Hätte fast Kohle gesagt. Aber Kohle haut nicht so hin. Jetzt zurück zur Basis, der Teil bauen, dann die Pflanzen noch da hinten zusammenbasteln und dann geil los. Da ist er schon wieder. Online.
mal schnell was. 1, 2, 3. Achso, ist voll. Gut. Wir kommen jetzt auch bewegen hier. So. Ah ja, genau, ein Kryonit fehlt noch. Gib mir nochmal ein Kryonit hier. Yeah. Machen wir das nochmal schnell. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Ah ja, genau. Engine powering up. Hier jetzt nicht nochmal raus, um die abzupflücken, da die Dinge. Fisch macht ganz schön viel Lärm, du. Irgendwann muss er frieren. Oben mache ich aber Film wieder an, glaube ich. Obwohl, nee, das lohnt sich nicht. Dann muss ich in der nächsten Folge dann hier wieder ausmachen. Hä, wo ging es denn lang hier? Wir mal kurz um die, durch die kleine Ecke durch und dann passt das schon irgendwie. So, zurückfahren werden wir auf jeden Fall diese Folge noch und dann in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir machen. Dann wahrscheinlich, okay, da war eine Energiezelle leer. Dann auf jeden Fall werden wir dann wahrscheinlich zum Dings runter marschieren, der Seeherrscher. Die Enzyme dann aktivieren. Wir waren ja schon da. Warum habe ich denn jetzt das Teil gemacht? Ah. Okay, die Folge war voll unnötig. Mist, da habe ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Egal, jetzt ist es passiert. Das kommt, wenn man wieder ein paar Tage nicht spielt, dann ist alles futsch. Standard halt. In dieser Perspektive müsste man es eigentlich auffahren können. Bleib weg, du. Schweinehund. Was ist das denn für ein Viech? Das ist doch schon ein bisschen gruselig, das Viech, ne? Ja, ich hab noch genug Energie. Da geht's hoch. Und wieder nach Hause. I'm home. Okay, ich bin noch nicht zu Hause, aber gleich. Durch den Nebel. Gut. Aber wir sind schon mal oben. Ja, was heißt hier oben? 800 Meter da tief, aber trotzdem, wir sind oben. Da ist nichts auf dem Bild. Sieht man unsere Base auch schon, wie so ein Dampfer da halbwegs über ein Wasser gleiten da. Alter, ist das hell. Wäre auch geil, wenn man einfach mal so das Licht oder so aktivieren und deaktivieren könnte, sodass man immer wieder so ein Terminal hat oder so, wo man alles steuert, Luftreinigung und sowas, das wäre auch geil. Aber das Spiel ist auch so schon geil.
Engine powering down. Gut, damit verabschiede ich mich schon mal von dieser Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei einer weiteren Folge Subnautica wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.